Hallo und herzlich willkommen wieder bei Ihrem regionalen Nahversorger in Sachen Information und Unterhaltung. Kommen Sie mit auf unsere Rundreise durch das Innviertel und den Hausruck. Und dabei machen wir, wie könnte es um diese Jahreszeit auch anders sein, einige Zwischenstopps bei Bällen und sonstigen Faschingsvergnügungen. Mit insgesamt 13 Bereichen auf 5 Floors entsteht im Zuge des HTL-Balls in Braunau jedes Jahr eine ganz besondere Atmosphäre. So etwas hat in weitem Umfeld nur dieser Ball zu bieten. Wer nicht dabei sein konnte, kann sich nun zurücklehnen und dieses gesellschaftliche Ereignis ganz privat genießen. Games of Proms. Unter diesem Motto startete auch heuer wieder eine rauschende Ballnacht der HTL Braunau. Auf 5 Stockwerken wurde den Besucherinnen und Besuchern in gewohnter Art und Weise eine Ballnacht der Extraklasse geboten. Herr Bürgermeister, dich trifft man jährlich hier. Aus welchem Grund eigentlich? Der HTL Ball hat bei mir schon langjährige Tradition, jahrzehntelange Tradition. Man trifft viele junge Menschen. Man ist begeistert von den sportlichen, tänzerischen Leistungen, die sie machen. Es ist ein wichtiges wirtschaftliches und gesellschaftliches Ereignis. Und daher bin ich da sehr, sehr gerne mit dabei, bei netter Unterhaltung, bei guter Tanzmusik und super Stimmung. Ich habe heute wieder Schüler oder jetzt natürlich Absolventen begrüßen dürfen, die 1985 maturiert haben, die jetzt schon praktisch wirklich ja, tolle Positionen in Firmen begleiten. Und da merkt man schon, wie gerne sie noch in die Schule zurückkommen. Und das ist etwas, was ich immer wieder betone. Einmal HTLer, dann eigentlich immer HTLer, auch wenn man nachher ganz andere Wege eingeschlagen hat. Also es ist eigentlich immer wieder Freude, hierher zu kommen an einen Ort, wo man sich halt irgendwie als junger Mensch entwickelt hat und einfach der alljährliche HTL-Ball ist. Eine klasse Gelegenheit, dass man so Freunde wie Dominik, den man seit der Matura nicht mehr gesehen hat, wieder mal trifft. Also das ist schon schön. Was macht ihr jetzt? Ich bin nach München gegangen, studiere da Energie- und Gebäudetechnik, jetzt im 5. Semester. Läuft ganz gut, ist interessant, gefällt mir. Also ich habe jetzt im Oktober mit technischer Physik an der TU in Wien begonnen und bin aber gerade ein bisschen in einer Sinneskrise und werde es dann vielleicht aufs Lehramtsstudium wechseln, weil man das Zwischenmenschliche ein bisschen abgeht im technischen Studium. Seit Ende des letzten Schuljahres ist das Ballkomitee intensiv am Arbeiten, um einen schönen HTL-Ball zu gewährleisten. Es gibt alles von der Rockbar über Jazzbar, Pilzbar, dann die Motto-Bar, heute ist ja die Game of Thrones Bar oder Game of Proms halt. Und ja, was ist die Q-Bar? Also wir haben ein weites Spektrum an Bars, kann man sagen. Und das alles im Game of Prom-Stil. Also ich schätze mal, das Proms, das kommt vom englischen Wort für Prom, weil das ist, also das ist der Abschlussball im Englischen. Ich schätze mal, dass das von daher kommt. Also ich habe mich auch nicht genau erkundigt, mir war es relativ wurscht, ehrlich gesagt. Also so viel erlebt habe ich jetzt noch nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, hier sind sehr viele Menschen und sehr schöne Kleider. Ich bin sehr neidisch. Aus welchem Grund? Bist du auch toll gekleidet? Ja, ich meine, ich habe auch ein schönes Kleid an, aber... Freizeit schafft die Matura? Ja, schon. Es ist die Freiheit einfach, dass so das richtige Leben eigentlich angeht. Wie stößt du denn das richtige Leben vor? Arbeiten, vielleicht dann einmal Familie aufbauen, Haus, Kinder. Nach der Schule möchtest du es gleich machen? Zuerst einmal Bundeswehr oder Zivildienst und dann mal arbeiten gehen ein paar Jahre lang und dann geht's dahin. Das, wie fieberst du jetzt der Matura entgegen? Also ich sage das relativ locker, ehrlich gesagt, weil eigentlich haben wir sehr gute Vorbereitung drauf, muss ich ehrlich gesagt wirklich gestehen, das ist super. Ja, also ich sage das locker. Ja, nach diesem Ball ist vorerst mal Schluss mit lustig. Dann beginnt der Ernst des Lebens und die intensive Vorbereitung auf eine hoffentlich erfolgreiche Matura. Wir wünschen alles Gute und ganz viel Erfolg. Betagt, aber keineswegs altmodisch. So könnte man eines der ältesten Bankinstitute des Innviertels bezeichnen. Die Sparkasse Ried-Haag feierte 2016 ihr 150-Jahr-Jubiläum.
Zur offiziellen Feier wurde in die Aula des Bundesschulzentrums in Ried geladen. Dort richteten die Schüler der HBLW den Festakt mit Gaumenfreuden und Musik aus. Außerdem gab es einen sehr interessanten und passenden Impulsvortrag zum Thema Menschenkenntnis. Zum Wirtschaftsempfang lud die Sparkasse Ried-Haag kürzlich in die Aula des Bundesschulzentrums Ried. Anlässlich des 150-Jahre-Jubiläums im Vorjahr und den Erfolgen in den vergangenen Jahren wollte man gemeinsam mit Freunden und Geschäftspartnern die Zeit Revue passieren lassen, aber auch vor allem positiv in die Zukunft blicken. Naja, aus dieser Vergangenheit, aus dieser festen Verwurzelung in der Region schöpft man einfach die Kraft, um auch die zukünftigen Herausforderungen anzunehmen. Und das ist uns im letzten Jahr wirklich gut gelungen. Wir haben im letzten Jahr einen sehr schönen Zuwachs bei den Neukunden erreicht. Wir haben einen sehr schönen Zuwachs bei den Finanzierungen erreicht. Auch sehr viele neue Zahlungsverkehrskonten eröffnet. Also rundherum eigentlich schauen wir auf das Jahr 2016 als ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Eine wesentliche Veränderung in den letzten Jahren ist die Digitalisierung. Ja, also 150 Jahre Sparkasse Ried-Haag. Wir sind damit das älteste noch selbstständige Institut im Innviertel. Und ja, also die Entwicklung war natürlich sehr, sehr groß. Während man, wie wir für die Feiern recherchiert haben, in den früheren Jahren, nur am Freitag zum Einzahlen gehabt hat und am Sonntag hat man dann auszahlen können oder umgekehrt, muss ich dazu sagen. Ist es halt heutzutage, dass wir mit unseren Öffnungszeiten sehr, sehr umfassend für unsere Kundinnen und Kunden da sind. Und zusätzlich ist es möglich, seine Bankgeschäfte mit dem Online-Bereich rund um die Uhr abzuwickeln. Ja, der George, der ist mittlerweile bei 900.000 Kunden von Sparkassen in ganz Österreich bekannt und entwickelt sich ständig weiter. Neu ist der Online-Kredit über George oder auch die Wertpapierdienstleistung über dieses Medium. Eine Einrichtung, die die Bedürfnisse des Menschen auf den Nagel trifft. Durch das Erfolgsgeheimnis Menschenkenntnis. Also Menschenkenntnis anzueignen ist ganz, ganz wichtig, vor allem wenn man noch klein ist. Also nur eine Region oder nur ein Mittelständler oder nur ein ganz kleiner Unternehmer. Denn seien wir mal ganz ehrlich, die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie wird finanziert vom Mittelstand. Das heißt, je kleiner ich bin, desto wichtiger ist es, dass ich sage einmal, Pfeifen und Psychopathen aussortieren kann, damit ich wirklich die Performer bekomme. In dem sehr interessanten Vortrag Profiling 007 statt 0815, die Macht der Menschenkenntnis, nimmt Susanne Grieger-Langer das Publikum mit in eine Welt bzw. in den eigenen Betrieb, in dem es sich aussortiert, mit den richtigen Angestellten an der Seite wesentlich erfolgreicher und entspannter arbeiten lässt. Ja, eine regionale Bank ist in der Regel eine ganz sichere Bank, denn die gesamte Wertschöpfung, die vor Ort erarbeitet wird und durch die Bank weitergegeben wird an Kundinnen und Kunden in Form von Krediten, erfolgt in einer Form, bei der die Personen bekannt sind. Das zeichnet halt eine regionale Bank, insbesondere auch die Sparkasse aus, dass eben das Geld aus der Region kommt und in der Region vergeben wird. Verantwortlich für die ganze Organisation des Abends zeichnete die HBLW Ried. Ein sehr spannender, informativer, musikalisch und kulinarischer Abend mit interessanten Gesprächen. Das Projekt Regionales Schnupperlabor will die regionalen Zukunftstechnologien Leichtbau und Automatisierung sichtbar und erlebbar machen und die damit verbundenen Ausbildungs- und Karrierechancen. Das Projekt wird im Rahmen der oberösterreichischen Wachstumsstrategie des Wirtschaftsressorts des Landes Oberösterreich gefördert und leistet einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Fachkräftesicherung und Rekrutierung. Im vergangenen Jahr konnte ein Netzwerk aus 27 Partnerunternehmen und 18 Partnerschulen aufgebaut werden. Große Spannung bei der Verlosung zum Ende der gemeinsamen Weihnachtsgewinnaktion Sterntaler sammeln, kleben und gewinnen vom Stadtmarketing Braun aus Simbach. Insgesamt 33 Glückspilze dürfen sich nun über Einkaufsgutscheine für Braun aus Simbach im Wert von 50 bis 1500 Euro freuen.
In Hönhardt lud die Pfarre gemeinsam mit der katholischen Frauenbewegung alle jungen Mütter, die im abgelaufenen Jahr ein Kind geboren bzw. getauft haben, zu einer Müttermesse ein. Musikalisch wundervoll umrahmt wurde die Messe vom Chor Dona Musica unter der Leitung von Gabi Buchbauer. Im Anschluss lud Bürgermeister Erich Privasser die Mütter zu einem Imbiss ein, wo er ihnen auch einen Säuglingsgutschein der Gemeinde im Wert von 40 Euro überreichte. Die Marktgemeinde Andorf ist wahrlich ein Ort mit viel Aufschwung. Das zeigt sich nicht nur wieder einmal beim heurigen Neujahrsempfang, sondern auch in den vielfältigen Ausbildungs- und Schulungsangeboten in Andorf. Die Marktgemeinde Andorf ist wahrlich ein Ort mit viel Aufschwung. Das zeigte sich nicht nur wieder einmal beim heurigen Neujahrsempfang, sondern auch in den vielfältigen Ausbildungs- und Schulangeboten in Andorf. Angefangen von der Volksschule, Hauptschule, also über den Pflichtschulbereich, bis hin zu den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen kann man ja in Andorf bereits alles anbieten. Ja. Ich bin der Leiter der HTL und Fachschule, der Technischen Fachschule in Andorf. Wir bieten im Bereich der höheren Abteilung eine Ausbildung im Bereich Kunststoff- und Umwelttechnik. Das geht in Richtung Leichtbau bzw. in Richtung Umwelttechnik, das, glaube ich, immer wieder Thema und Thema der Zukunft auch sein wird. Ja, Andorf ist eine Schulstadt. Wir haben ja viele Schulen in Andorf und eine große Schule ist die Landwirtschaftliche Fachschule. Wir haben derzeit über 250 Schülerinnen und Schüler, Schülerhöchststand seit unserem Bestehen. Wir bieten eine vielseitige Ausbildung an und das wird in der Region angenommen. Aber auch die Volksschule und die neue Mittelschule können sich mit ihren Angeboten und Schwerpunkten sehen lassen. Also die Besonderheit an der Volksschule Andorf ist, wir sind die größte Volksschule im Bezirk Schärding mit 250 Schülern, haben 13 Klassen, sind Integrationsstandort, haben Sprachförderprogramm, haben eine Nachmittagsbetreuung mit 91 Kindern am Nachmittag. Der Schwerpunkt ist natürlich der Musikschwerpunkt, aber ein ganz großer Schwerpunkt unserer Schule ist einfach auch das Soziale und die neuen Medien. Bei uns machen 80% aller Schüler den Computerführerschein. Wir lernen, haben ab heuer eine Kooperation mit der HTL, wo die Kinder, die sich interessieren dafür, auch das Programmieren schon lernen. Und wir haben in Mathematik und in Naturwissenschaften auch sehr viele Projekte. Wir arbeiten mit allen Andorfer Firmen zusammen. Bei uns gehen praktisch jeden Donnerstag einige Kinder zu den Andorfer Firmen und lernen irgendwas Technisches, sei es Motoren, Getriebe oder Fahrrad reparieren oder solche Sachen, dass einfach der Hausverstand ein bisschen geschult wird. Andorf, ein lebens- und liebenswerter Ort, wo es sich zu leben lohnt. Gesunde Ernährung, die schmeckt. Frisch zubereitet mit Produkten aus der Region. Vom Kindergarten, der Betriebsküche bis zum Altenheim. So wird ein aktiver Beitrag zu einem bewussten Lebensstil ermöglicht und ein gesundes Essverhalten nachhaltig gefördert. Gesunde Küche, eine Initiative vom Land Oberösterreich. Mehr Informationen unter gesundes-oberösterreich.at. Die Rieder Automesse, größer und attraktiver denn je. 36 Top-Automarken, zahlreiche Premieren und Neuheiten, alternative Antriebsformen, Oldtimer-Ausstellung, Virtual Reality, Formel 1 Simulator und vieles mehr. 3. bis 5. Februar www.automesse-ried.at. Das war unser Rundblick über das Innviertel. Nach einer kurzen Pause starten wir in Richtung Hausruck. Bei den Turnern und Turnerinnen des ÖTB Haag am Hausruck wird nicht nur fleißig gesportelt und geturnt, auch für seine rauschenden Feste ist der Turnverein bekannt und beliebt. So gibt es jedes Jahr den Turnerball mit allem, was das Herz begehrt, plus der Ehrung einer ganz besonderen Dame. Ein jährlich gesellschaftliches Highlight in Haag am Hausruck ist mit Sicherheit der Turnerball. Einen Abend lang die Seele baumeln lassen, die Beine mit der Royal Sound Big Band auf Schwung bringen und so dem Alltag mal für ein paar Stunden einen Tritt in den Hintern verpassen. Yes! Den Turnverein Haag gibt es seit 1908
Und der Turnerball ist ein fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender und wird heute zum 61. Mal ausgetragen. Eine Besonderheit ist bei uns die Ehrendame, die es seit dem ersten Ball gibt. In dieser Geschichte hat es eine Dame zweimal geschafft, diese Auszeichnung zu erlangen. Das war aber wirklich in 61 Jahren die Ausnahme, sonst gibt es jedes Jahr eine Dame, die sich besonders für den Verein engagiert hat. Ich habe mich recht gefreut auf den heutigen Tag. Es ist einfach, man wird einfach mal ein bisschen hervorgehoben, was man halt einfach macht im Turnverein. Ich bin Vorturnerin für die Kleinkinder und arbeite halt mit bei allen möglichen Festeln. Und man wird halt geehrt dafür. Immer wieder gibt es Highlights bei uns am Turnerball, wie zum Beispiel eine Mitternachtseinlage, diese Fächer-Bolognese als Eröffnungsteil, wo junge Debütantinnen und Debütanten in weiße Kleider und schwarzen Anzügen auftanzen. Für Durstig und Hungrige war ebenfalls bestens gesorgt mit Weinbar, Sektbar, Bierbar und Buffet. Auffallend an diesem Abend die Garderobe der Hager. Richtig schick. Der Hager Turnerball ist wirklich der letzte Ball, der auf eine gewisse Abendrobe Wert legt. Es geht darum, sich schön zu machen, sich herauszuputzen. Jetzt schaue ich gerade, wie haben Sie sich da heute fein rausgeputzt? Nicht in Dunkel, sondern... Ja, und genau erwischt, ich kann nicht Krawatten binden, also... Ah, trotzdem schaut er schick aus, der Herr Bürgermeister. Eines der Fixpunkte am Ball war die Bekanntgabe des Gewinners, der Tombola. Ja, unglaublich, weil ich gewinne ja normal nie was, ja, und da gleich einen Hauptpreis. Was hast du denn jetzt eigentlich gewonnen? Einen Reisegutschein um 200 Euro in der Vitalwelt, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ja. Können wir mal eine Nacht irgendwo hinfahren. Also wir zwar. Hier, sondern also ich mit irgendwen. Recht so, Albert. Bei so einem tollen Gewinn muss natürlich die Herzdame mit. Einen schönen Aufenthalt und allen anderen Hagern wünschen wir noch eine lustige Faschingszeit. Hoffentlich bis bald mal. Es wird wohl nie so viel getanzt wie um diese Jahreszeit. Ob auf einem Ball oder bei einer Faschingsveranstaltung. Mann und Frau möchte sich bewegen, manche mehr, manche weniger. Wir haben auf diversen Veranstaltungen ein paar Tänzer ins Visier genommen und zeigen Ihnen nun die Trends und so manchen Schritt, den Sie vielleicht noch nie gesehen haben und bei nächster Gelegenheit einbauen wollen oder vielleicht auch nicht. Tanzen hält jung und fit und nicht nur das. Es macht vor allem viel Freude, ob alleine oder zu zweit. Bei vielen Veranstaltungen gibt es gerade in der Ball- bzw. Faschingssaison viel zu tanzen. Und hier ein paar Highlights und Anregungen. Ja, bei mir geht es eher schon im klassischen Bereich, Quickstep, Walzer, eventuell Slowfoxen, den kann ich nicht so gut, wie ich ihn gerne hätte. Also mal grundlegend für den Walzer, mit dem man ja immer beginnt eigentlich im Tanzkurs, macht man mal als Mann, hat man die Hand hier mit der Hand von der Frau und hier über dem Arsch an der Hüfte und man dreht sich eigentlich zumindest beim Minenwalzer immer nur so. Das Tänzerische ist nicht mein Ding eigentlich. Also du hast zwei linke Füße. Ja. Das würde ich wieder nicht sagen, weil ich habe jahrelang erfolgreich Fußball gespielt, aber das musikalische Gehör, würde ich sagen, habe ich nicht so ganz. Tanzt du gerne? Alleine. Also der Tanz dieser Faschingssaison ist natürlich ein Bauchtanz, klarerweise. Ja, also ganz wichtig ist natürlich, dass man mit den Hüften wirklich immer sehr schön kreist und sich da gut bewegt. Ja. Und der Mann erfreut sich auch dieses Anblickes. Na hoffentlich. So ungefähr. Das war ich noch nicht so drauf. Und du hast nur einen coolen Dance-Move? Überhaupt nicht, ich bin Anti-Dancer. Was sind so deine Lieblingstänze? Ah ja, das geht beim Walzer an,
und dann der Stopper und wenn es notwendig ist, auch ein bisschen ein Rack. Getanzt wird, mal, ich sag, nach der Mitternachtsanlage. Vorher wird man mich eher selten auf der Tanzfläche sehen. Hat das auch ein bisschen mit dem Alkoholspiegel was zu tun? Erwischt. Ich kann es nicht so gut, aber ich kann irgendeinen Move machen. Also mit dem Tanzen bin ich da eher nicht so. Vielleicht fällt mir da einfach die richtige Tanzpartnerin. Die ein bisschen inspiriert war. Die Inspiration geht mir ab, genau. Führen Sie oder lassen Sie gerne führen? Nein, das ist bei uns schon üblich, dass wir wenigstens beim Tanzen, da wir uns da abwechseln. Sonst ist natürlich meine Frau, hat überall das Sagen, beim Tanzen darf ich führen. Ja, nach diesen coolen Anregungen und Statements zu den eigenen Tanzkünsten müssen wir natürlich auch genauso cool abschließen. Und zwar mit einem sogenannten Depp. Zum 49. Mal finden heuer wieder die Galsbacher Narrenabenden statt. Seien Sie dabei, wenn es am 4. und 10. Februar im Kursaal in Galsbach wieder heißt Galli Galli. Platzkarten sind im Büro der Vitalwelt auf der Gemeinde Galsbach erhältlich. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Modelagenturchefin Andrea Kobeleder. Die schönsten Valentinstagsgeschenke und Wohnen und Design. Neuheiten von der Kölner Möbelmesse. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Der Valentinstag steht am 14. Februar wieder vor der Tür. Und dieses Jahr können Sie die Chance nutzen und einen Blumenstrauß für Ihren liebsten Arbeitskollegen oder Kollegin von der Gärtnerei Meier und vom Floradies gewinnen. Einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse und den Vornamen Ihres Kollegen an valentin@floradies.at schicken oder eine Gewinnkarte direkt vor Ort ausfüllen. Eine riesengroße Freude bereiteten die Christkirchner Bierschwestern dem Christkirchner Verein Ich bin ich mit einer Spende von 2.614 Euro. Damit kann für behinderte und entwicklungsgestörte Kinder des Bezirks ein spezielles Therapiegerät finanziert werden. Das Führungsteam der ÖVP des Bezirks Christkirchen traf sich in Meckenhofen, um die Schwerpunkte für das kommende Jahr festzulegen. Abseits des schnelllebigen Alltagsgeschäfts und den vielen Sitzungsterminen nahmen sich die Bezirksvorstandsmitglieder genügend Zeit, um in Ruhe zu diskutieren und ihre Ziele festzulegen. BNI Oberösterreich verschafft regionalen Unternehmen verschiedenster Branchen eine höhere Marktpräsenz und bietet ihnen eine spannende Ergänzung zu anderen Vertriebsmaßnahmen. Das elitäre Unternehmernetzwerk überzeugt vor allem durch qualifizierte Empfehlungen und einen strukturierten, effizienten Ablauf der wöchentlichen Treffen. Gemeinsam generieren Unternehmerinnen durch gegenseitige, gut vorbereitete Empfehlungen so Umsätze, die es sonst nicht gegeben hätte. Mystisch und geheimnisvoll, die Welt des Orients. Und genau dorthin entführte uns kürzlich der Roundtable Christkirchen. Voll schräg ging es in der Sichtbar zur Sache. Und wer glaubt, dass Scheich, Sultan und Co. nur friedlich miteinander kommunizieren, der hat sich gewaltig getäuscht. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Magister Günther Wildfellner, PWS Steuerberatungs GmbH in Leonding und Grieskirchen. Ja, diese von Roundtable Christkirchen organisierte Veranstaltung konnten wir uns nicht entgehen lassen. Mit voll schräg, 1001 Nacht, ging's frisch und fröhlich durch den Sichtbar-Orient. Also, wenn wir solche Events machen, als Roundtable ist uns ganz wichtig, dass wir ein Motto haben, wo sich die Leute wohlfühlen, aber wo trotzdem ein gewisser Faschingscharakter dabei ist. Und 1001 Nacht ist ein Motto, wo sie die Damen sexy anziehen können, die Männer auch leicht was finden und somit ein perfekter Abend. Nun, das größte Glück, das wir haben, ist, dass wir heute ein Fest feiern dürfen zum Wohle von Menschen, die es nicht so gut haben wie wir vielleicht. Und ich denke, das Tolle daran ist, dass es auf der einen Seite ein Fest für uns ist, für die bezaubernde Genie und für mich. Und zum anderen auf jeden Fall tolle Projekte unterstützt werden können, die in der Region vor allem Kindern zugutekommen. Über 23.000 Euro wurden vergangenes Jahr an wohltätigen Spenden eingenommen.
Mit dieser Veranstaltung möchte man eine Familie aus Peuerbach unterstützen. Ist die bezaubernde Ginny deine einzige Frau oder hast du auch einen ganzen Harem? Na, ich bin sehr, sehr glücklich und sehr froh, die richtige mit bereits 16 Jahren gefunden zu haben. Und die passt immer nur am besten zu mir und insofern wird es auch die einzige bleiben. Oh! Wie viele Kamele besitzt du? Ich besitze 3 Kamele. Oh, da schaut es aber schlecht aus. Ja, ist nicht so marktig. Dass du da eine Frau leisten kannst? Ich bin sehr genügsam. Ja, das muss man jetzt bei 3 Kamelen. Ich habe einen Harem von 30 Frauen, 628 Kinder und 3780 Kamelen. Und geht sich noch was anderes aus, als außer deiner Lieblingsbeschäftigung? Liebe, Liebe, Liebe mit meinen Frauen. Wie ernährst du dich, dass du das alles bewerkstelligen kannst? Öl, viel Öl. Verdammt viel Öl! Also nach unserem Recht dürfte ich 12 Frauen haben. Ich habe einmal 4 habe ich schon gehabt, 2 sind wieder gegangen. Ich habe jetzt 2 Frauen, die ganz okay sind und die hoffe ich jetzt zu halten. Sind die weggelaufen oder? Ich habe sie eingetauscht. Wie viele Frauen hast du? Offiziell 1. Und inoffiziell? Inoffiziell das. Bianchi, bist du eine Sultansmätresse oder eine Bauchtänzerin? Also eigentlich bin ich schon eine Bauchtänzerin. Wie schaut dein Leben aus? Ja, natürlich wird man eingeladen, aber dann ist es natürlich ein hartes Stück Arbeit, weil man muss immer bereit sein, jederzeit zu tanzen. Ja? Ich bin ein Bierscheich. Ohne Frau? Ohne Frauen. Frauen sind böse, Bier ist gut. Schöne Haube. Schöne Haube. Schöner Bart. Schöner Bart. Schöne Brille. Schöne Brille. Kannst du tanzen? Kannst du tanzen? Ja, tanzen, super lustig und sehr unterhaltsam, der voll schräge Abend. Doch aufgepasst, die Männer aus dem Orient sind ja bekannt für ihr Temperament. Und da kann dann schon mal das ein oder andere Gespräch aus dem Ruder laufen. Das sind Klaus und Rudi. Beide träumen vom eigenen Heim. Damit der Traum Wirklichkeit wird, benötigen sie dafür zusätzlich Geld von der Bank. Rudi ist ein schlauer Kerl und vergleicht daher alle Zinssätze und entscheidet sich für einen Wohnbaukredit der Superkreditbank, da er hier ein Einstiegsangebot von nur 0,8% Zinsen bekommt. Leider wird dieser Zinssatz nach 2 Jahren auf 5% erhöht. Schuld daran sind Turbulenzen auf den europäischen Märkten und andere nicht vorhersehbare Ereignisse. Klaus geht auf Nummer sicher und nutzt die Wohnbauförderung des Landes Oberösterreich mit einem fixen Zinssatz. Hier ist der Fixzinssatz 2%, die Hälfte übernimmt aber das Land Oberösterreich und auf Klaus entfällt, gesichert und nicht veränderbar, 1%. Es zahlt sich also aus, mit dem Land Oberösterreich zu bauen. Das war's für heute wieder von uns für Sie. Im Namen des gesamten HT1-Teams darf ich mich fürs Zusehen bedanken. Kommen Sie gut durch die narrische Zeit, nützen Sie die Möglichkeit, in andere Rollen zu schlüpfen und vergessen Sie nicht, auch wieder zurückzukommen. Viel Spaß dazu von meiner Seite, alles Gute und bis bald wieder bei HT1 und News aus Ihrer Region.